Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. 100 Folgen und was haben wir bisher gelernt? Ja, und in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen beschäftigt, wie wir Energie gewinnen können. Wir brauchen ja, egal was wir tun, wir wollen Maschinen betreiben, vielleicht dann irgendwelche Fahrzeuge oder Flugzeuge, Raumschiffe und so weiter. Alles das braucht Energie. Und die müssen wir natürlich uns erst mal erschließen. Und da haben wir in der letzten Folge, habe ich gezeigt, wie man so einen Windturbinenturm baut. Diese Windturbinen, die dann eben Strom erzeugen in einer entsprechenden Menge. Jede Windturbine so zwischen 400 und 500 Kilowatt an Leistung. Und wie wir die Energie dann in einer Batterie speichern können. Und die Energieleitungen, das haben wir auch ganz kurz erwähnt, müssen wir nicht extra ziehen, sondern jedes Gerät, das sozusagen irgendwie mit dem Grid verbunden ist, also auf dem Grid oder neben dem Grid, also irgendwo an einer der Seiten Verbindung mit dem Grid hat, ist automatisch an das Energienetz des Grids sozusagen angeschlossen. Gut, in der Folge wollen wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen, wie Warnströme funktionieren. Wir haben ja schon gesehen, wir können uns Rohstoffe versorgen. Einfachste Rohstoff, Gestein. Und Gestein kann tatsächlich in einer Raffinerie verarbeitet werden zu Eisen, Nickel und Silizium und Schotter sozusagen, als Abfall in Anführungszeichen. Wobei wir später, glaube ich, für Reaktoren und so weiter brauchen wir sogar Schotter. Also es ist auch ein Rohstoff am Ende. Aber wir haben diese Rohstoffe, die Erze, Gestein und so weiter. Und die fördern wir irgendwie mit Bohrern, mit dem Handbohrer. Und wir werden uns später dann auch noch anschauen, dass wir uns Maschinen bauen können, also Rover oder Flugmaschinen, die das Ganze fördern können. Und jetzt haben wir das Erz und das Gestein und das packen wir in der Regel immer irgendwo dann in einen Speicher. Ich habe das mal hier in so einem kleinen Frachtcontainer und da sehen wir, so sieht es also aus. Siliziumerz, Nickelerz, Magnesium und so weiter und so weiter. Und hier haben wir auch Gestein. Ne? Also wenn ich das hier reinpacke, dann sehen wir schon, hier haben wir diesen Schotter. Und am Ende kommt eben nach der Raffinerie kommen diese Barren raus. Das sind diese hier, die wir also hier haben. Und ich packe das mal alles so ein bisschen nach oben, damit wir das so ein bisschen in einer Reihenfolge haben. Und dann haben wir eben hier den Nickelbarren, den Eisenbarren, Magnesium, das sind so kleine Säcke, weil es Pulver ist. Kobalt, da ist dieser berühmte Schotter, der entsteht, wenn wir also Gestein verarbeiten. Silizium und Gold und Silber. Das sind im Wesentlichen die wichtigsten Erze. Was wir hier nicht sehen, ist Platin und Uran, weil beide diese Erze und auch oder die Erze kommen nicht auf Planeten vor, also nicht hier auf der Erde oder auf dem erdähnlichen Planeten oder auf dem Mars, sondern Uran und Platin kommen nur im Weltall in Anführungszeichen vor, also in den Asteroiden irgendwo oder auf Monden, die keine Atmosphäre haben, soweit ich weiß. Also da kommt Uran und Platin vor. Beides extrem seltene Erze, also da braucht man eine ganze Zeit, bis man die findet. Gut, also wir fördern unsere Erze und packen die hier in diesen Speicher. Und hier habe ich jetzt die Raffinerie mal aufgebaut. Das ist die Standardraffinerie, also schon die letzte Ausbaustufe in Anführungszeichen oder die größte Raffinerie in Anführungszeichen, die wir bauen können. Die industrielle Raffinerie ist dann nur sozusagen eine optische Variante dieser Raffinerie, die ein bisschen fancy aussieht, hat aber funktional keinen Unterschied zu der bestehenden Raffinerie. Und was ich jetzt tun kann, ist, ich nehme jetzt hier zum Beispiel mir ein bisschen Eisen. Ich mache das mal mit der rechten Maustaste, damit ich nicht alles hier reinräume, sondern ich hole mir mal bloß 50 Kilogramm, einfach nur spaßeshalber, ins Inventar und packe das hier in die Raffinerie. Und in dem Moment, wo ich das hier reinstelle, beginnt die Raffinerie zu arbeiten und die 50 Kilogramm sind auch
rukizuki verarbeitet zu 35 Kilogramm Eisen. Und jetzt sehen wir natürlich zwei Dinge. Zum einen, wir müssen hier das manuell reinpacken und es bleibt dann das fertige Ergebnis. Also die Barren werden auch in der Raffinerie abgelegt. Und wir sehen gleich nochmal ungefähr die Relation. Also aus 50 Kilogramm und ich mache mal 100 Kilogramm, dann sehen wir, haben wir gleich den prozentualen Wert. Also ich hole mir hier nochmal 50 Kilogramm Eisenerz und packe das nochmal rein. Das war jetzt von mir ein Fehler. Dann hätte man nämlich gleich 100, dann sehen wir gleich die Prozentwerte. So, dann sehen wir also, aus 100 Kilogramm Eisenerz macht die Raffinerie 70 Kilogramm Eisen, also Roheisen sozusagen. Das heißt also, wir haben hier eine Relation in der Umsetzung von 70%. Also 70% des Eisenerzes werden zu Eisen verarbeitet. Das ist ein relativ hoher Wert und wir können hier gleich mal dasselbe mit dem Nickel machen. Das ist hier. Und ich packe jetzt hier auch wieder 100 Kilogramm mir ins Inventar und wir machen das gleich mit den anderen auch. Packen da uns auch 100 Kilogramm rein und Silizium, dann haben wir hier Magnesium 100 und Kobalt 100 und Eisen haben wir schon und beim Gestein, ja, das können wir jetzt so nicht messen, da müssen wir das Ganze dann, ja, können wir auch, wir müssen es dann halt leer machen. Wir packen 100, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, nicht mit der rechten Maustaste. So, wir packen uns 100 Kilogramm Gestein da rein. Ja, und das waren im Prinzip schon alle Erze, die wir also hier haben können. Und wir gehen mal rein und schauen, was am Ende übrig bleibt. Wenn ich also jetzt die 100 Kilogramm Nickel hier reinpacke, dann sehen wir zum einen schon mal die Verarbeitung. Beim Eisen war das sozusagen ein so zack und schon was fertig. Beim Nickel sehen wir, das dauert deutlich länger. Also wenn ich jetzt mal schätzen müsste, würde ich sagen 3 bis 5 Mal länger als beim Eisen. Und wir sehen das zweite, von 100 Kilogramm Nickelerz bleiben nur 40 Kilogramm Nickelbarren dann über. Das heißt, wir haben hier eine Ausbeute von 40%, also deutlich weniger, also ein bisschen mehr als die Hälfte, was wir beim Eisen haben. Ne? Also das ist Ding. Und wenn ich dasselbe mit dem Silizium mache, dann sehen wir, dass das auch länger braucht. Das braucht fast noch länger als das Nickel. Da habe ich allerdings wieder eine Ausbeute von 70%, also wieder deutlich höher, vergleichbar mit dem Eisen oder gleich mit dem Eisen. Jetzt packen wir uns das Kobalt mal rein. Und da sehen wir, da können wir jetzt zuschauen, wie er langsam runterzählt. Und da sehen wir schon, also Kobalt braucht enorm lang. Und dasselbe wird es dann mit Gold und Silber. Das habe ich hier leider gar nicht, das Erz habe ich hier gar nicht mehr. Also hier braucht er schon sehr, sehr, sehr lange, bis er das verarbeitet. Ich sage mal 100 Kilogramm. Und wir haben eine relativ kleine Ausbeute mit 30%. Von 100 Kilogramm bleiben also gerade mal 30 Kilogramm übrig. Und beim Magnesium sehen wir, geht es deutlich, deutlich schneller. Ne? Aber wir haben nur noch nicht mal 1% Ausbeute. Das heißt, dass aus 100 Kilogramm Magnesiumerz macht er gerade mal 0,7 Kilogramm Magnesiumpulver. Das heißt also, die Ausbeute beim Magnesium ist sehr, sehr, sehr gering. Und ich packe mir jetzt mal, die Verarbeitung geht relativ schnell, ich packe mir jetzt mal das alles ins Inventar, damit dies wieder hier leer ist, weil jetzt will ich das Gestein nochmal verarbeiten und da kriegen wir ja mehrere Fraktionen. Da sehen wir also, die Verarbeitung geht super schnell, zack, einmal angelaufen und fertig. Und wir sehen aber, dass hier die Ausbeute minimal ist. Also aus 100 Kilogramm Gestein kriege ich 1,4 Kilogramm Schotter, was jetzt im frühen Spiel erstmal keine Bedeutung hat oder nicht wirklich nutzbar ist. Ich kriege 3 Kilogramm Eisen, ich kriege 0,24, also 240 Gramm Nickel.
Und 240 Gramm Nickel und 400 Gramm Silizium aus 100 Kilogramm. Das heißt, ich muss eine ganze Menge an Gestein verarbeiten, um hier wirklich diese Metalle zu gewinnen. Andererseits ist es so, wenn man am Anfang im Spiel, hat man auch keine andere Chance. Ja, man kann natürlich rumfliegen und solche Erzvorkommen suchen. Und wenn man Glück hat, so wie hier bei mir oder in dieser Karte, dann sind relativ viele im Umkreis. Und hier drüben, ich bin hier drüben mal ein bisschen rumgeflogen, waren auch noch welche, die habe ich jetzt gar nicht markiert, damit wir hier unsere Anzeige nicht zu sehr vermüllen. Aber da sehen wir schon, da haben wir also in relativ naher Reichweite 2 Kilometer, 2 Kilometer, 470 Meter und so weiter. Und wir können uns hier spaßeshalber auch nochmal ein bisschen Gold holen und Silber. Ich gehe fliegen mal da kurz hin und hops, wir sollten vorher noch unsere Energie aufladen, sehe ich gerade. Weil die schon unser Wasserstoff, unseren Wasserstoff, ja. das heißt, ich habe wahrscheinlich keine Flasche hier im oder die ist leer. Das müssen wir jetzt gleich checken. So, wir laden mal unsere Energie auf. Das ist das Erste. Sehen wir mal, wie es dann im tatsächlichen Leben eben läuft. Ne? Also, ja, hier kriege ich jetzt das Wasserstoff natürlich, den Wasserstoff auch aufgeladen hier am Survival Pack, am Survival Pot. Und jetzt schauen wir mal kurz hier rein. Ja, wir sehen hier, wir haben Heliumflaschen drinnen im Inventar, aber die sind alle leer. Und die kann ich jetzt hier mir eben kurz reinstellen und dann werden die automatisch befüllt und jetzt hole ich sie mir wieder zurück und dann sehe ich noch, ups, die Sauerstoff brauchen wir nicht, weil Sauerstoff haben wir hier in der Atmosphäre und ich sehe auch hier, es macht Sinn, wenn wir uns jetzt Erze holen, dass ich erstmal unser Inventar noch leer mache, damit wir möglichst viel in unser Inventar bekommen. Ne? Also ich packe das, was wir hier produziert haben, packe ich mal da rein. Nur die Wasserstoffflaschen, die lasse ich hier mal drinnen. Okay, so, dann haben wir hier irgendwo Silber. In 300 Metern Entfernung haben wir Silber. Da fliegen wir jetzt mal hin. Okay, hier unten ist Silber. Ja gut, da waren wir, haben wir noch nicht. Ich glaube, ich habe nur den Silberboulder an 0,6 Meter. Und wir nehmen mal den Bohrer in die Hand, den Bohrer, um hier zu sehen, wo tatsächlich das Silber ist. Das ist die gelbe Schrift, also die blaue ist ja unsere eigene Markierung. Und da sehen wir jetzt, hier irgendwo war... Ich gehe dann immer so ein bisschen in eine Richtung und schaue, wo ist der Abstand am geringsten, 26 Meter, weil dann ist man mehr oder weniger senkrecht drüber. 23, solange die Werte immer noch weniger werden und jetzt sieht man, jetzt wandert das langsam unter mir durch. Das heißt, hier irgendwo unter uns ist jetzt das Silber und ich bohre mit der rechten Maustaste da mal nach unten. Ich mache mal den Ton ein bisschen leiser, damit ich noch zu verstehen bin. Und ich bleibe jetzt einfach auf dieser Silber, auf diesem Silber Echo sozusagen stehen, auf dieser Ortung, bohr einfach senkrecht nach unten. Ich bin mit C in die Hocke gegangen, um also nahe am Boden zu sein und bohr jetzt einfach senkrecht in diese Richtung runter. Und wir sehen schon, es geht relativ schnell mit der rechten Maustaste. Die rechte Maustaste bohrt schnell, das Loch wird auch relativ groß, das wir da bohren mit der rechten Maustaste. Jetzt wandert das ein bisschen aus. Das ist aber kein Problem, wir gehen dem einfach hinterher und bleiben da auf der Markierung. Das ist die Markierung, das Echo, das uns der Bohrer liefert. Und hier sehen wir schon, hier haben wir jetzt das Silbererz, das sind diese Adern. Es ist ein bisschen schwer zu erkennen manchmal, vor allem wenn das an der Oberfläche ist. Dann ist es von der normalen Maserung
des Gesteins nicht immer gut zu erkennen, ne, oder zu sehen. Aber das ist Silber schon, silberhaltiges Gestein, Erz, Silbererz. Und jetzt wechsle ich natürlich von der rechten Maustaste auf die linke Maustaste und drücke gleichzeitig F, die F-Taste, und halte die gedrückt, damit der Bohrer das rausgebohrte Erz, die Erzbrocken, auch gleich einsammelt. Und bohre jetzt hier das Silber raus. Und wir bohren hier mal ein bisschen so im Kreis, um uns dann noch mal ein bisschen tiefer runter zu arbeiten. Und da sehen wir schon, da sind die Brocken, die sammeln wir jetzt auch auf. Wenn ich F, solange ich F gedrückt halte, und man kann gleichzeitig auch W drücken, um dann noch ein bisschen tiefer zu gehen oder ein bisschen nach vorne zu gehen, wenn der Bohrer nicht mehr bohrt. Und wir sehen gleich, das Inventar geht jetzt nach oben. Also der Balken unten, der blaue Balken, der geht jetzt langsam nach oben. Das heißt, unser Inventar füllt sich jetzt langsam mit dem Gestein, dem Erz, das wir da abbauen. Und ich will jetzt unser Inventar nicht ganz voll machen. Wir peilen mal ungefähr die Hälfte an, weil wir wollen ja dasselbe dann nochmal mit Gold machen. Dass wir auch uns noch ein bisschen Gold holen. Wir brauchen jetzt ja nicht so viel, nur damit wir sehen, wie es läuft. Und so, jetzt schauen wir mal kurz ins Inventar. Naja, wir haben 1,6 Tonnen Gold und den Rest Gestein. Das reicht uns jetzt schon im Moment. Und da sehen wir jetzt, wir sind nicht ganz senkrecht nach unten gegangen, weil wir am Ende so ein bisschen abgewichen sind. Das heißt, ich schalte mal das Jetpack ein und fliege raus. Also wenn man so senkrecht nach unten bohrt, dann sollte man immer darauf achten, am Ende auch noch genügend Wasserstoffvorrat zu haben, um hier wieder rausfliegen zu können. Weil aus dem Loch kommt man ohne Jetpack nicht mehr raus. Also da kann man nicht hochklettern. Man könnte sich dann mit dem Bohrer, wenn man noch genügend Energie hat, seitwärts rausbohren. Natürlich, es wäre auch eine Möglichkeit, aber die eleganteste Lösung ist natürlich mit Jetpack nach oben. Das geht aber nur, wenn man noch genügend Wasserstoff hat. Also das nur als kleiner Hinweis. Und dann schauen wir hier nochmal ganz kurz, wo haben wir Gold? Und Gold war irgendwo, da ist die Respawn-Kapsel und Gold war Silizium. Da haben wir Silber und Gold. Da war also unser Silber und Gold in die Richtung. Und das war da drüben irgendwo an den Bergen, war das Gold, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Silizium, ja genau, hier unten im Tal. Ganz am Anfang, als wir diesen Satelliten da drüben gefunden haben, haben wir hier auch diese, glaube ich, das Gold und das Silber entdeckt hier schon. Und hier haben wir also auch das Silber, da hätten wir jetzt gar nicht mehr extra bohren müssen. Da haben wir also das Silber und hier haben wir Gold und das holen wir uns jetzt auch gleich, indem wir uns hier nochmal reinbohren, 35 Meter. Ich gehe nochmal so ein bisschen nach vorne, um zu schauen, ob wir wirklich senkrecht über dem Vorkommen sind. Und ja, jetzt scheint es relativ senkrecht zu sein. Ich gehe also in die Hocke mit C und wir bohren uns mit der rechten Maustaste nach unten. Da müsste ich auch jetzt nicht W drücken oder sowas, sondern er bohrt unter, wir bohren unter uns sozusagen das Material weg und fallen dann automatisch ein Stück nach unten und bohren dann weiter. Manchmal kommt es so, dass wir eben dann, dass er nicht mehr nach unten fällt, dass wir nicht mehr nach unten fallen und der Bohrer hört dann auf zu bohren, weil er den Kontakt zum Gestein verliert. Dann muss man ein bisschen mit W nachhelfen und sagen, hier, geh nochmal ein Stückchen, dann bohrt er wieder. Aber in aller Regel brauche ich nur jetzt rechte Maustaste gedrückt halten und dann sehen wir, da geht er schon relativ schnell nach unten. Ich glaube, wir haben sogar schon irgendwo Gold gebohrt, aber ich war jetzt zu faul, das Loch zu suchen. Wir bohren uns da einfach schnell ein neues. Da haben wir also auch Silber und ich weiß nicht, warum das dann immer auswandert. Manchmal, also wir sind nicht genau über dem Goldvorkommen, sondern wir waren ein bisschen seitlich. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen nachjustieren, indem wir uns tatsächlich mit W ein bisschen in die Richtung bewegen, in der die Gold, das Goldsignal jetzt geht. Aber das ist kein Problem. Wir graben jetzt mit der rechten Maustaste einfach einen Tunnel. Wichtig ist, da haben wir schon das Gold.
Genau. Und hier haben wir, sehen wir das Gold und das holen wir uns genau wie eben das Silber. Wir drücken die F-Taste, halten die gedrückt und jetzt mit der linken Maustaste bohren wir nicht nur, sondern wir bauen tatsächlich das Material auch ab. Also wir holen uns tatsächlich das Erz. Die Klumpen sammeln, also die Klumpen, die wir hier losstemmen, die sammeln wir uns auch ein. Weil wir wollen natürlich das Golderz da mitnehmen. Würden wir jetzt mit der rechten Maustaste weiter bohren, dann würde man das, dann würde das Gold einfach verschwinden. Also dann würde man das Golderz hier sozusagen vernichten, in Anführungszeichen. Was natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Ne? Und ich gehe jetzt mit W so mal ein bisschen so die Ränder hier ab und wir sehen schon, jetzt ist unser Inventar voll. Das habe ich nicht gehört, weil der Ton hier zu leise war. Aber wir schauen mal kurz ins Inventar und dann sehen wir hier, wir haben 373 Kilogramm an Gold. Da sehen wir auch, dass im Vergleich zum Gestein oder zum Silber der Goldgehalt im Gestein, der Golderzgehalt im Gestein auch etwas geringer ist. Das heißt also, die Ausbeute ist dann etwas geringer und ich gehe wieder mit dem Jetpack und gehe wieder nach oben. Da sehen wir so ein bisschen, dass wir hier ein bisschen gewunden den Gang gebaut haben. Aber jetzt haben wir auch Silber und Gold. Und wir suchen mal unsere Respawn-Kapsel und die ist da drüben irgendwo. Da war sie. Mit E und Q kann man übrigens dann im Flug die Lage korrigieren. Ne? Also das glaube ich, habe ich in der ersten Eingangsfolge gar nicht erklärt. Wenn man so ein bisschen schräg liegt, so wie jetzt, dann kann ich sozusagen mit Q nach links rollen und mit E kann ich nach rechts rollen. Also da kann ich, das kann ich sowohl mit dem Jetpack machen, als auch mit dem später in Fahrzeugen, also in Flugzeugen oder Raumschiffen. So, und jetzt haben wir hier Gold und Silber und das, was ich noch machen wollte, ist ja hier nochmal zeigen, welche Ausbeute wir aus Gold und Silber kriegen und wir können natürlich jetzt hier das noch nicht ins Inventar nehmen, weil wir das noch voll haben. Ich packe mal das ganze Gestein hier in den Speicher und hole hier das raus. Und jetzt können wir einmal Silbererz hier reinpacken, 100 Kilogramm. Ich gehe also mit der rechten Maustaste und sage, pack hier mal 100 Kilogramm rein. Und jetzt läuft die Raffinerie an und man sieht, Silber wird relativ schnell verarbeitet. Nicht so schnell wie jetzt Eisen oder andere Sachen, aber schneller als Kobalt. Und wir sehen, aus 100 Kilogramm kriegen wir 10 Kilogramm Silber. Das heißt, 10% ist da die Ausbeute. Und ich packe mir das mal kurz rüber und jetzt schauen wir uns dasselbe nochmal beim Gold an. Packen wieder 100 mit der rechten Maustaste, eben ziehen und droppen, kann ich die Menge angeben. Und 100 Kilogramm Gold ist relativ schnell verarbeitet, also ungefähr gleich mit Silber, würde ich sagen. Und wir kriegen 1 Kilogramm Goldbarren. Das heißt, da ist die Ausbeute ist 1%, im Gegensatz zu Silber 10%. Also sehen wir schon, diese Edelmetalle, die ist natürlich wenig. Wir haben schon gesehen beim Vorkommen, wenn ich da stemme, wenn ich mir das Erz rausstemme, dann kriege ich schon relativ viel Gestein mit. Also immer wenn ich die Erze abbaue, kriege ich auch immer einen bestimmten Anteil von Gestein mit, sozusagen, das zwischen den Erzadern sozusagen liegt. Und da ist die Ausbeute an Erz ist schon relativ gering beim Gold und hier die Verarbeitung in der Raffinerie ist nochmal deutlich langsamer. Also da sehen wir so ein bisschen, wie das funktioniert und wir sehen auch die Ausbeute, die wir am Ende kriegen. Na, mit der linken Maustaste kann ich also das richtig rüberschieben und jetzt machen wir den Schotter und die anderen Sachen schieben wir auch rüber und da haben wir also Silber und Gold Barren dann. So, und jetzt, und hier haben wir noch Nickel, das schieben wir uns auch noch nach oben, damit das ein bisschen sortiert ist. So, und jetzt geht es natürlich so, wenn wir später hier tatsächlich das etwas effizienter machen wollen,
dann machen wir das in der Regel nicht mehr per Hand, sondern wir bauen uns irgendein Gefährt, entweder einen Rover mit Bohrer dran oder ein Fluggerät, Flugzeug, das irgendwie fliegen kann, mit Triebwerken, mit Bohrern dran, sogenannte Miner. Und die können dann größere Mengen an Erz, also da kann man so ein Erzvorkommen dann anbohren und nicht wie hier ein paar tausend Kilo, also ein paar Tonnen, 10 Tonnen oder so, was wir jetzt in unser Inventar kriegen, sondern dann reden wir über Größenordnungen von vielleicht 100, 200 oder vielleicht ein paar tausend Tonnen an Erz, das wir fördern. Und das packen wir jetzt hier in unseren Speicher oder wir haben es in unserem Gefährt, je nachdem. Und jetzt müssen wir ja die Raffinerie irgendwie füttern. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, ich baue die Raffinerie direkt an den Speicher dran. Also wenn ich die Raffinerie so positioniere, dass dieser mittlere Port mit diesem mittleren Port aneinander grenzt, also wenn ich die Raffinerie hier direkt dran setze, als nebenan, dann liegt hier Port auf Port. Und wenn das der Fall ist, dann sind die beiden Geräte automatisch miteinander verbunden. Wichtig ist, dass hier die richtige Portgröße auch aneinander hängt. Also ich habe es anders noch nicht probiert. Vielleicht geht es auch, dass man sozusagen einen großen Port auf einen kleinen Port. Ich zeige mal kurz einen kleinen Port. Wenn wir hinten auf die Raffinerie schauen, dann haben wir hier hinten kleine Ports. Das sind also kleine Ports, die sind also deutlich kleiner. Und dann haben wir hier diesen mittleren Port und dann gibt es auch noch den großen Port. Der ist nochmal etwas größer. So, wenn wir also das so, dass wir die richtige Portgröße direkt aneinander setzen, dann besteht zwischen diesen beiden Blöcken oder Geräten, wie auch immer, schon eine direkte Verbindung. Jetzt ist es in der Regel etwas ungünstig, wenn wir das Ganze so aneinander klatscht, ne? Und wir könnten auch dann hier die Montageanlage, könnten wir auch direkt an die Raffinerie dran setzen, auch wieder Port an Port. Wir sehen, es ist dieselbe Höhe. Ich könnte da Port an Port. Das heißt, die Montageanlage würde sich dann das Material direkt aus der Raffinerie ziehen können. Ein kleiner Nachteil, das Ganze wird natürlich sehr unübersichtlich, wenn ich das alles auf so engen Raum zusammenklatsche. Also ich bin da eher ein Freund von ein bisschen übersichtlicheren Anordnung, so wie hier. Und dann hat man das Problem, okay, es besteht eben keine Verbindung zwischen den beiden. Elektrisch schon, also elektrisch werden alle Geräte übers Grid versorgt, kein Thema, aber das Material fließt hier nicht über das Grid irgendwie automatisch, sondern da muss ich jetzt tatsächlich Leitungen bauen. Und ich habe mir unten in die Statusleiste, in Anführungszeichen, habe ich mir mal diese Kanäle geholt. Und da sehen wir auf der Position 5 einen geraden Kanal, auf der Position 6 ein T-Stück und auf der Position 7 einen Winkel, also eine Ecke sozusagen, wo ich die Richtung ändern kann der Leitung. Und ich rufe mal die 5 auf, das gerade Stück, das sieht so aus, ist einfach ein Stück Rohr. Und wenn ich das jetzt mit dem Fadenkreuz hier dran setze, dann schnappt es so ein. Das heißt, es erkennt automatisch den Port und sagt, okay, da docke ich an. Und wenn ich jetzt klicke, dann würde ich es positionieren. Ne? Aber ich kann das nicht, weil wir brauchen bestimmte Baugruppen dafür. Und bei den Kanälen würde ich tatsächlich raten, oder ich mache das immer so, wenn ich so Kanäle baue, dann gehe ich mit G in dieses Blockmenü und sage Förder für Förderleitungen und hole mir dann einfach in den Konstruktionsplaner. Wenn ich ein, zwei Stück brauche, dann nur ein, zwei Stück, aber wenn ich mehr bauen will, dann hole ich mir da einfach 8 Stück rein in den Konstruktionsplaner, gehe mit Escape wieder raus, gehe zu meinem Speicher und sage jetzt mittlere Maustaste und dann sehen wir, alle Komponenten wurden erfolgreich entnommen. Das heißt, jetzt habe ich das Material für 8 Kanäle im Inventar und jetzt kann ich mit 5 wieder den Kanal aufrufen und jetzt sehen wir, jetzt ist er grün umrandet, das heißt, ich habe das Material im Inventar, das ich brauche, um diesen Kanal zu bauen. Jetzt kann ich hier klicken und den Kanal positionieren. Und wenn ich im Survival-Modus bin, dann kriege ich wie immer nur diesen Metallrahmen, also nicht das fertige Stück. Im
Kreativmodus würde ich jetzt schon den fertigen Kanal kriegen, aber hier kriege ich erstmal nur diesen Drahtgitter, diese Drahtgitteransicht. Und dasselbe kann ich hier machen und hier machen. Und jetzt habe ich eine Leitung hier produziert. Und wenn ich die jetzt verschweiße, und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz in die Raffinerie rein und sehen, die Raffinerie ist leer. Also da ist weder Erz drinnen noch Material. Aber wenn ich jetzt diesen Kanal schweiße, wenn ich also jetzt hier, ich mache das mal ein bisschen wieder lauter, damit wir tatsächlich auch wieder hören, was das Ding tut. Und dann sehen wir auch hier oben diese Lämpchen. Jeder Kanal hat so Lampen und die sind gelb. Und gelb heißt, das Ding ist eigentlich fertig. Wir sehen 100% geschweißt. Es ist fertig, aber es ist noch nicht durchgehend. Die Leitung ist noch nicht durchgehend zwischen zwei Maschinen. Und wenn ich jetzt das dritte schweiße, dann ist die auch erst gelb und jetzt wird es grün. Das heißt, die Leitung ist jetzt funktional und wir sehen oder hören auch, ich habe jetzt eine Reaktion. Das heißt, die Raffinerie ist jetzt angelaufen und wenn ich mal in die Raffinerie reinschaue, in das Inventar, dann sehe ich jetzt, hoppla, die hat jetzt plötzlich jede Menge Kram im Speicher, im Erzspeicher, nämlich die Raffinerie zieht sich jetzt das gesamte Erz aus dem Speicher hier drüben rüber. Wir sehen, hier habe ich jetzt kein Erz mehr. Das heißt, die Raffinerie ist wirklich ein Gerät, das sozusagen sich sofort, wenn ein Speicher verfügbar ist irgendwo, der angeschlossen ist und der Erz und dieser Speicher enthält Erz, dann zieht sich die Raffinerie automatisch alles Erz, was es kriegen kann, ne? Und verarbeitet das. Im Moment sehe ich, das Silizium wird verarbeitet, relativ langsam. Und wenn ich jetzt ein Metall schneller brauche, zum Beispiel ich brauche jetzt gleich Eisen, dann kann ich das auch nehmen und kann das nach vorne rücken. Und jetzt sehen wir, jetzt ist das Eisen an erste Stelle gerückt und das Silizium nach hinten. Und jetzt ist er am Nickel und verarbeitet das Nickel. Ich kann jetzt auch hier das Magnesium nehmen und das Magnesium nach vorne ziehen und droppen. Dann wechselt er und sagt, okay, macht erstmal das Magnesium. Das heißt also, wenn man große Mengen an Erz hat in der Queue und man möchte, dass das, was ich am dringendsten brauche, sozusagen sofort verarbeitet wird, dann kann ich das in der Schlange hier im Speicher sozusagen nach vorne ziehen. Und er arbeitet den Speicher von links nach rechts ab. Das heißt, hier an der ersten Position ist das, was er aktuell verarbeitet. Und dann arbeitet er sich nach rechts vor. Also so wie wir schreiben, Schreibrichtung gibt die Arbeitsrichtung vor. Ne? Und ich kann das also ändern, indem ich bestimmte Sachen nach vorne ziehe und droppe. Dann fallen die da rein. So, also die Raffinerie zieht sich also automatisch alle Erze, die sie kriegen kann, in Reichweite und produziert uns jetzt hier unten diese Barren. Und legt die hier im Speicher ab. Und wir sehen schon, der Speicher ist relativ groß, also 75.000 Liter. Das ist ungefähr die Hälfte des, wenn wir hier mal schauen, ne, da haben wir 156.000 Liter ungefähr. Das heißt, die Raffinerie, der Raffineriespeicher ist ungefähr halb so groß wie dieser kleine Cargo-Container. Und das ist jetzt auch der nächste Punkt. Wenn ich jetzt hier dasselbe mache, ich möchte also jetzt hier zum Beispiel produzieren. Ne? Ich sage, ich möchte jetzt hier Stahlplatten produzieren. Ich produziere mal 10 Stahlplatten. Ne? Dann braucht die Montageanlage hier ja Material, ne? Um diese 10 Stahlplatten zu produzieren. Und das ist rot, weil die hier sagt, okay, ich brauche hier Eisenbarren und die habe ich nicht. Wenn ich ins Inventar schaue, dann ist hier die Montageanlage hat hier keine Barren. Das heißt, die müssen jetzt irgendwo da hinkommen. Und ich kann natürlich jetzt hierher gehen und kann hier reingehen, kann die Barren nehmen, kann jetzt einen Eisenbarren nehmen und den da rübertragen und wieder da reinschieben. Oder ich mache dasselbe. Ich gehe mit der 5 wieder auf die Kanäle und baue hier wieder eine Verbindung, eine Kanalverbindung und verschweiße die wieder. Wir haben ja genügend
Komponenten uns ins Inventar geholt. Das heißt also, wir können die Leitung schweißen. 5 Stück müsste gerade reichen. Jo. Und die wird grün. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, dann sehe ich, er hat mir die 10 Stahlplatten tatsächlich gebaut. Er hat aber trotzdem noch kein Metallbarren hier im Inventar. Also hier sind keine Metallbarren. Ich kann jetzt reingehen und kann sagen, okay, bau mir 10 von denen. Und dann sehen wir, das wird gebaut. Und was tut er hier? Die Produktionsanlage tut jetzt Folgendes. Die holt sich das Material nur bei Bedarf. Das heißt, der Speicher der Produktionsanlage hier, der ist in der Regel immer leer, außer ich packe da manuell irgendwas rein, weil die Produktionsanlage holt sich nur die Metalle und die Rohstoffe, die es braucht, um die Sachen zu produzieren, die ich hier in Auftrag gebe. Also wenn ich das hier in Auftrag gebe und ich packe mal ein bisschen mehr rein, damit wir das vielleicht sehen, dann sehen wir, er zieht sich hier das Silizium, aber nur so viel, wie er braucht, um das zu produzieren. Und wenn das fertig produziert ist, ist der Speicher in der Regel wieder leer. Das ist schon mal sehr bequem, natürlich, weil wir müssen jetzt das Material nicht manuell rüberschieben in die Anlage. Andererseits bedeutet das, hier in der Raffinerie, wenn ich jetzt viel Metallerz mir ranhole, sollten wir unsere Energie aufladen. Also wenn ich jetzt mit einem großen Miner unterwegs bin und mir ein paar tausend Tonnen von allen möglichen Materialien, Erzen hole und die in den Eingangsspeicher reinschiebe, dann wird Folgendes passieren. Die Raffinerie holt sich das aus dem Eingangsspeicher, aus diesem Cargo-Container hier raus, in den Speicher der Raffinerie hier rein. Und beginnt einfach zu arbeiten und legt die fertigen Barren hier unten im internen Speicher ab. Und wir sehen hier die paar Tonnen. Wir haben hier vielleicht 20, 30 Tonnen an Erzen jetzt drinnen. Also das ist im Prinzip verschwindend gering. Dann erzeugt es da unten diese Barren und da habe ich jetzt 460 Kilogramm gerade neu zu oder Liter zu 75.000. Das heißt, der Speicher hier, der ist schon... Der ist schon entsprechend groß. Es ist nicht so, dass man da sofort an Kapazitätsgrenzen stößt, aber er wird irgendwann voll. Und vor allem, wenn ich später mal große Mengen an Erzen verarbeite, dann wird dieser Speicher voll. Und wenn der voll ist, dann hört die Raffinerie auf zu arbeiten, weil sie kann die fertigen Barren nirgendwo mehr hinschieben. Und dann sagt die, okay, wenn ich keinen Platz mehr habe, um die fertigen Barren irgendwo zu lagern, dann kann ich keine neuen produzieren und stellt den Betrieb ein. Und wenn nicht jetzt eine Montageanlage die Sachen wieder verbraucht, dann verarbeitet die Raffinerie das restliche Erz nicht. Das heißt, wenn ich da vielleicht 200 Tonnen oder 500 Tonnen an Erz rangeschafft habe, dann werden vielleicht ein paar hundert Tonnen verarbeitet und dann stoppt die Raffinerie. Die könnte eigentlich arbeiten im Hintergrund, könnte das ganze Erz schon mal aufbereiten, aber sie tut es nicht, weil ihr Speicher voll ist. Und wenn ich dann größere Mengen an Barren brauche, dann kann es sein, dass dieser interne Speicher hier leer läuft. Der läuft leer und dann kann die Montageanlage nicht mehr produzieren, weil sie keine Barren mehr hat. Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich möchte, und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, wenn wir später mal größere Sachen bauen, also wenn ich mir, was weiß ich, 2000 Tonnen, 100.000 Tonnen und so weiter an Erz ranschaffe, dann will ich das nicht mehr mit einer Raffinerie verarbeiten, sondern dann baue ich mir möglicherweise 2, 3, 5 Raffinerien, die parallel arbeiten. Und ja, dann habe ich das Problem, dass in jeder der Raffinerien im Speicher Barren liegen. Ja, in der ersten Raffinerie liegen von Eisen irgendwie Barren, in der zweiten liegt Nickel und so weiter. Das heißt, wenn ich dann Material brauche,
dann muss ich und wissen will, wie viel habe ich denn von jeder Sorte, dann muss ich da immer alle Raffinerien durchgehen und muss mir mühsam zusammenglauben, was im einzelnen Speicher der Raffinerie liegt. Und ich mache es dann immer so, damit es ein bisschen praktischer wird. Ich gehe her und schneide hier diesen Kanal mal auf und nehme das Stück auch weg und mache Folgendes. Ich positioniere hier nochmal einen Speicher, einen Barrenspeicher. Ich gehe mal rein und sage Frachtcontainer und hole mir mal hier den kleinen Frachtcontainer hier rein und baue den dorthin und hole mir den auch hier in den Konstruktionsplaner. Und muss ihn natürlich hier wegschalten. Jetzt hole ich mir die Komponenten aus dem Speicher. Und drei interne Panzerungen hat er nicht. Die holen wir uns hier mal kurz von hier. Wir gehen da also mal rein und sagen, produziere mir das bitte. Ich produziere hier die Panzerungen. Wir werden das in dem Moment, wo wir unsere Montageanlage im Place haben, in Anführungszeichen, können wir das natürlich dann elegant drüben erledigen. Im Moment sind wir hier noch auf unser Pod angewiesen. Und wir haben jetzt hier die 40 Panzerungen und die holen wir uns darüber. So, und jetzt habe ich alles, hoffentlich. Ja, die 40 habe ich mir geholt. Und gehe jetzt mit der 8 hin und baue hier diesen kleinen Cargo-Container. Und wenn ich den hier hinstelle, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, dann dockt der automatisch an meine bestehende Leitung an. Ja, also wenn ich den da hin, entweder hier oder hier, kann ich den hin positionieren und ich schiebe ihn hier hin und ich verschweiße ihn auch gleich. Und wenn ich jetzt hier die Leitung einfach anschließen würde, dann müsste ich Folgendes tun, weil der Cargo-Container zieht sich jetzt nicht automatisch die Barren aus der Raffinerie oder aus den Raffinerien, wenn hier mehrere wären. Das heißt, ich müsste dann wieder in jede einzelne Raffinerie gehen und mir die Barren und müsste die manuell rüberschieben. Was schon mal deutlich schneller geht, wenn ich hier eine Leitung habe, weil dann muss ich das nicht über mein Inventar machen. Also ich muss es nicht erst in mein Inventar holen, 10 Tonnen und dann hier in den Speicher schieben, sondern ich kann dann tatsächlich, was weiß ich, 50 Tonnen oder 100 Tonnen Material und Barren direkt aus der Raffinerie per Mausklick hier rüberschieben. Und dort ablegen. Also das ist schon mal sehr bequem, wenn ich da eine Leitung dazwischen baue. Aber es ist immer noch ein manueller Vorgang. Das heißt, ich muss das tatsächlich Barren, also Material für Material machen. Ich muss das Eisen darüber schieben, ich muss Kobalt darüber schieben, ich muss und so weiter. Und wenn die Raffinerie dann weiterarbeitet und wieder alle möglichen Materialien, Barren produziert, muss ich das nach irgendwie 10 Minuten, eine halbe Stunde wieder machen, um das alles hier in den Speicher zu kriegen. Und wenn ich mehrere Raffinerien habe, dann muss ich das für jede Raffinerie wieder einzeln machen. Also das ist ein Pain in the neck, wie man so schön sagt. Und das macht vielleicht einmal Spaß am Anfang, toll, die Rohstoffe da zu verschieben. Aber wenn man das 25. Mal gemacht hat, dann ist es einfach nervig. Und deswegen gibt es einen weiteren Block, der uns hier tatsächlich weiterhilft. Und das ist der Sortierer, der Fördergutsortierer heißt der. Der ist hier und der ist auch relativ früh oder schon am Anfang verfügbar. Und ich erkläre mal kurz, ich packe den auf die 9 und packe mir den auch mal hier in den Konstruktionsplaner und wir holen uns gleich mal die Materialien und dann bauen wir das Ganze. Und wir schauen mal, ob wir die alle kriegen. Ne, da brauchen wir auch die interne Panzerung. Okay, das heißt, die müssen wir uns hier nochmal holen. Wir schieben die hier rein. Und dann beginnt er eben hier zu bauen und zieht uns die Panzerung. Ich schaue mal, wie viel das sind. 50 Stück oder sowas dürften das sein. Und die holen wir uns dann gleich raus. Jawohl. Also hier nochmal zielen und mittlere Maustaste und alle Komponenten erfolgreich entnommen. Und jetzt gehe ich mit der 9 und habe hier diesen Fördergutsortierer und wir schauen uns den mal an. Der Fördergutsortierer hat 2 Ports an gegenüberliegenden Seiten, an der und an der Seite. Und zwischendrin hat er diese weißen Pfeile, die alle in eine Richtung, in dieselbe Richtung weisen.
Und der Fördergutsortierer hat die Eigenschaft, dass er Sachen schieben kann. Und zwar in die Richtung, in der dieser Pfeil zeigt. Wenn ich also so positioniere, dann schiebt er das Material von rechts nach links. Und wenn ich ihn so drehe, dann schiebt er das Material von links nach rechts. Das ist also erstmal wichtig zu wissen. Der Pfeil gibt die Richtung an, in der das Material verschoben wird. Und ich positioniere den hier mal. So, zack. Dann muss ich ihn natürlich noch verschweißen. Und dann gehe ich hier über das kleine Panel. Wir könnten über jeden beliebigen Port uns da reinwählen, aber ich gehe übers Panel, weil dann bin ich sofort da, wo ich hin will, nämlich im Fördergutsortierer. Wir sehen das hier. Jetzt bin ich im Bedienfeld des Menüs im Fördergutsortierer, hier. Und dann sehen wir hier oben das erste Mal sozusagen, beschäftigen wir uns jetzt hier mit diesen Einstellmöglichkeiten zum Block. Dieser mittlere Bereich im Bedienfeld sind immer die Einstellmöglichkeiten zum Block. Das ist durchaus unterschiedlich von Block zu Block, ne? Also die Raffinerie sieht hier anders aus als der Fördergutsortierer und so weiter. Oben sind immer dieselben Anzeigen, ausschalten, an, aus, anzeigen und so weiter, aber weiter unten geht das Ganze dann auseinander. Und beim Fördergutsortierer haben wir hier die Möglichkeit, ihm zu sagen, was soll er denn sortieren. Wie der Name schon sagt, er sortiert mir etwas. Und jetzt kann ich ihm sagen, was er sortieren soll. Und da habe ich hier unten eine lange Liste. Und die Liste enthält letztendlich jeden Block und jedes Teil, was im Spiel vorkommt. Also alle Erze, alle Blöcke, Maschinen, Waffen, alles, was im Spiel vorkommt, ist hier gelistet. Und ganz oben haben wir die Kategorien. Also wir sehen hier, habe es jetzt nicht zu weit hochgerollt, wir sehen hier oben die Kategorien. Wir haben also eine Kategorie, die ist immer mit Sternchen, die Gruppen mit Sternchen markiert, Munition, Komponenten, Handwerkszeuge, Barren, Erze. Und da sehen wir schon, Erze, okay, wollen wir nicht sortieren. Was wir hier wollen, sind Barren. Wir wollen also die Barren, weil die Raffinerie erzeugt ja Barren. Das heißt, also im Raffineriespeicher liegen nur Barren. Und ich möchte jetzt die Barren, ich wähle also die aus und sage hinzufügen. Dann kriege ich hier in diese Filterliste, kriege ich die Barren eingetragen. Ich könnte jetzt eine weitere Kategorie oder einzelne Sachen noch wählen und auch hier hinzufügen. Dann wird die Liste halt ein bisschen länger. Und es ist immer eine Unverknüpfung. Das heißt, er macht dann Barren und Erze und dieses und so weiter. Also das ist alles additiv. Aber hier oben ist noch wichtig zu wissen, es gibt diese Liste, ist entweder eine Blacklist oder eine Whitelist. Wenn ich das aufklappe, dann sehe ich hier Blacklist oder Whitelist. Was bedeutet das? Blacklist ist eine ausschließende Liste. Das heißt, wenn ich das jetzt so eingestellt lasse, dann zieht er alles, nur die Barren nicht. Also alles, was hier in dieser Filterliste steht, wird dann nicht gezogen. Blacklist, ne, wird also verweigert. Wenn ich sage Whitelist, dann ist es genau umgekehrt, dann zieht er nur das, was hier in der Liste ist. Also entweder es wird abgelehnt, Blacklist, oder Whitelist bedeutet genau das bitte ziehen. Und ich habe hier Barren eingestellt und Whitelist, das heißt, er zieht sich jetzt alle Barren. Und jetzt muss ich nur eins beachten, damit das Ganze funktioniert, muss ich hier sagen, an, alle entleeren, an. Dann beginnt er sozusagen zu arbeiten. Und wenn ich das einschalte, dann sehen wir, und wir schauen hier in unseren Speicher, dann sehen wir, dass dieser Speicher jetzt voll läuft. Der holt sich jetzt aus der Raffinerie alle Barren und legt die hier im Speicher ab. Das heißt, der Fördergutsortierer zieht sich jetzt alles, was links von ihm steht, was er erreichen kann, und zieht das in diesen und schiebt es in den nächsten verfügbaren Speicher rechts von sich. Und wenn ich jetzt hier mal in die Raffinerie reinschaue, in das Inventar, dann sehen wir hier Folgendes. Der Speicher, den gibt es natürlich noch, und die Raffinerie legt auch nach wie vor die fertigen Sachen hier im Speicher ab. Aber dann erkennt der Fördergutsortierer, aha, in dem Speicher liegt jetzt was und das hole ich mir. Und dann zieht er das sofort weg.
Das heißt, das Silizium, das hier von der Raffinerie im Raffineriespeicher abgelegt wird, das wird vom Fördergutsortierer sofort weggezogen und hier in den Lagercontainer geschoben. Und das ist jetzt der große Vorteil. Ich muss das nicht mehr manuell machen. Die Kapazität hier ist deutlich größer, doppelt so groß wie die in der Raffinerie. Das heißt, ich habe schon mal einen Vorteil. Und das ist hier nur der kleine Lagercontainer. Ich kann auch den großen Lagercontainer bauen. Ich zeige das mal kurz. Das ist der Frachtcontainer. Das ist der große hier. Wenn wir uns den mal hier unten reinziehen, dann sieht der so aus. Ich gehe mal kurz raus. So sieht der große Frachtcontainer aus. Und der hat dann statt 156.000 Litern 4,2 Millionen Liter. Das heißt, das ist ein richtig großes Teil. Das heißt, wenn man sich statt diesem kleinen hier so einen großen dahin stellt, dann hat man natürlich eine entsprechend große Lagerkapazität. Also da kommt man nicht in Verlegenheit sozusagen, dass das voll läuft. Ich habe hier den kleinen nur mal positioniert, um zu zeigen, wie es grundsätzlich funktioniert. Ne? So, und das ist der erste Vorteil. Also dass hier kann ich einen großen Speicher hinpacken. Und alles, was hier produziert wird, geht in diesen Speicher. Und wenn ich hier 5 Raffinerien habe, die alle produzieren, dann zieht mir der Fördergutsortierer aus allen 5 Raffinerien das Material hier rüber in den Speicher. Und ich habe einen zentralen Punkt, nämlich diesen Speicher hier, an dem das ganze Barrenmaterial landet am Ende. Und die Speicher in der Raffinerie sind am Ende alle leer. Das heißt, wenn ich wissen will, wie viel Barren ich insgesamt zur Verfügung habe, dann brauche ich nur in diesen Barrenspeicher schauen, in diesen einen zentralen Speicher, und ich sehe sofort, okay, ich habe so viel Eisen, ich habe so viel Magnesium, Nickel und so weiter. Das macht das Leben deutlich, deutlich leichter. Und aus diesem Speicher kann sich jetzt die Montageanlage, ich gehe mal kurz hier rein und sage hier mal Produktion, und wir produzieren mal spaßeshalber nochmal, was weiß ich, 100 Stück von Motoren, ja, 100 Motoren, dann sehen wir, die zieht sich jetzt aus dem Speicher, aus diesem kleinen Speicher, Frachtspeicher, Eisenbahn und Nickel, was es eben braucht, um die Motoren zu produzieren, und produziert mir jetzt meine 100 Motoren. Und jetzt kann ich hier das in Auftrag geben, das in Auftrag geben, das, das und das. Und das und das und so weiter. Kann also hier eine Auftragsliste aufmachen, hier drüben. Und es wird alles der Reihe nach abgearbeitet. Und das Material wird immer automatisch gezogen aus dem zentralen Speicher hier. Das also sehe ich, wenn wir jetzt hier reinschauen, dann sehen wir, dass hier dann das Eisen ab und zu runtergeht, Silizium runtergeht und so weiter, weil die Montageanlage holt sich das Material hier aus dem Speicher. Und wir sehen auch noch beim Fördergutsortierer, der weiße Pfeil ist jetzt ein grüner Pfeil geworden, und das zeigt an, dass der Sortierer aktiv ist. Ich kann den hier auch ausschalten, indem ich da reingehe und sage aus, und dann geht der Pfeil auf rot. Das zeigt eben an, okay, der Fördergutsortierer ist nicht aktiv. Das ist manchmal auch ganz praktisch, wenn ich eben nicht möchte, dass ein bestimmtes Material gezogen wird. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe zum Beispiel immer wieder mal das Problem, dass Eis wird auch als Erz gewertet. Also genau wie Eisenerz oder Nickelerz und so weiter, wird Eis, das man ja auch mit dem Bohrer abbaut sozusagen, wird auch als Erz gewertet. Das heißt, wenn ich jetzt einen Sortierer einstelle und sage, zieh das gesamte Erz, dann zieht er zwar alle Erze, aber er zieht mir auch das Eisen. Und das Eis. Und das möchte ich manchmal nicht, weil Eis möchte ich anders verarbeiten als die Erze. Die Erze möchte ich in Richtung Raffinerien verarbeiten, und Eis möchte ich in Richtung H2O2-Generatoren verarbeiten. Das heißt, es ist ein anderer Verarbeitungsweg. Dann könnte ich jetzt hier mir 2 parallele Sortierer aufstellen, die alle sozusagen, die beide dieselbe Quelle, aber unterschiedliche Ziele haben. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, für den einen ziehe alles Erz und beim anderen sage ich, ziehe alles Eis. Und dann, wenn ich jetzt die beide gleichzeitig eingeschaltet habe,
dann zieht der Erste natürlich alle Erze, aber auch das Eis. Das heißt, er zieht dem anderen das Eis weg. Das heißt, ich kann den Ersten, der die Erze zieht, erstmal ausschalten, dann ist der nicht aktiv. Schalte den Ersten an den Zweiten ein und sage, mach mal nur Eis. Dann zieht der das komplette Eis in seine Richtung, alles in Ordnung. Und wenn das Eis durch ist, schalte ich den aus oder kann ihn auch eingeschaltet lassen und schalte den Zweiten wieder ein. Und in dem Moment zieht er dann die ganzen übrigen Erze. Also so könnte man das zum Beispiel steuern. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sowas auch zu automatisieren. Also das ist dann Endgame. Das Ding ist ziemlich, also das Spiel ist sehr mächtig, was das betrifft. Aber mit dem Fördergutsortierer haben wir hier eine erste gute Möglichkeit, Abläufe zu automatisieren. Und jetzt sehen wir schon, die Raffinerie hat aufgehört. Man hört es, weil die ist relativ laut. Und ja, der Speicher der Raffinerie ist leer. Und nicht nur der Erzspeicher ist leer, sondern auch der Barrenspeicher ist leer. Und das heißt, ich weiß jetzt, wenn ich hier reinschaue, das ist mein gesamter Barrenvorrat. Und wenn wir hier drüben mal reinschauen, in den da, dann sehen wir, dass hier auch keine Barren mehr sind. Da waren ja auch Barren drinnen an der Stelle. Und auch die hat es sich der Fördergutsortierer gezogen, weil dieser kleine Speicher hier, der sitzt ja links vom Sortierer. Das heißt, der Sortierer hat nicht nur den Speicher der Raffinerie gezogen, die Barren aus dem Speicher der Raffinerie, sondern er hat hier über diese Leitung sich auch die Barren aus dem Speicher gezogen. Das heißt, das ist auch eine schöne Sache, um zum Beispiel zu sortieren. Wenn ich so einen Eingangsspeicher hier habe, da muss ich mir jetzt hier zum Beispiel keine Gedanken machen, was ich da reinschiebe. Ich kann sowohl Barren als auch Erze reinschieben. Wenn ich also in meinem Inventar, aus welchen Gründen auch immer, Barren drin habe oder in meinem Rover oder meinem Schiff, weil ich die gekauft habe oder weil ich die woanders her transportiert habe, dann schmeiße ich die hier einfach nur in diesen Eingangsspeicher rein. Die Raffinerie zieht sich die Erze automatisch. Und der Fördergutsortierer zieht sich alle Barren, sowohl aus der Raffinerie als auch aus dem Speicher und schiebt sie hier rein. Das heißt, ich habe damit automatisch so ein Sortiersystem kreiert, das mir natürlich die Sache wesentlich übersichtlicher macht, weil hier in dem Speicher sind jetzt tatsächlich nur noch die Komponenten. Und wir sehen gleich jetzt im nächsten, das nächste Spiel kann ich natürlich hier machen. Die nächste Logik, das habe ich jetzt hier nicht mehr aufgebaut, wäre dann, dass wir hier nochmal einen weiteren Speicher hinbauen und wieder eine Leitung und wieder einen Fördergutsortierer und hier sagen, zieh alle Komponenten bitte hier rein. Weil dann muss ich nicht mir die fertigen Komponenten, die hier produziert werden, aus der Montageanlage holen und wieder dasselbe Spiel und selbe Argument, wenn ich hier mehrere Montageanlagen habe, parallel. 5 oder 10 Montageanlagen, was durchaus dann im späteren Spiel möglicherweise vorkommt, vielleicht 10, vielleicht in Ausnahmefällen, aber 5 ist durchaus ein realistischer Wert, dass man also mehr als eine Montageanlage hat, dann ist hier dasselbe Spiel. Die Montageanlage produziert und legt die Sachen hier im internen Speicher der Montageanlage ab. Und dieselbe Logik, die bei der Raffinerie gegolten hat, gilt auch hier. Wenn der Speicher voll ist, und wir sehen hier, der ist schon zu einem Viertel voll, dann produziert die Montageanlage nicht mehr weiter. Die bleibt dann stehen, solange bis ich die Komponenten entnehme aus dem Speicher. Und auch hier macht es dann durchaus Sinn, dass man hier einen kleinen Speicher baut, eine Verbindung, einen Fördergutsortierer, der sagt, okay, zieh die Komponenten und er schiebt mir das hier alles rein, und zwar aus allen Montageanlagen, nicht nur aus einer, sondern aus allen Montageanlagen. Wobei man sagen muss, die Grenze, die der dann hat, ist ein weiterer Sortierer. Also, wir bauen uns das doch mal ganz kurz auf. Also ich gehe mal kurz rein ins G und sage, ich möchte einen kleinen Frachtcontainer. Den möchte ich hier haben, den packe ich mir da unten wieder rein und in den Konstruktionsplaner. Und ich möchte Fördergutleitungen. Da brauchen wir jetzt nicht so viel, wir brauchen 4 oder 5. Und ich möchte einen Sortierer. Das ist der hier. Den möchte ich haben und den habe ich hier unten, habe ich ihn eh noch im
in der Schnellleiste. So, und dann gehen wir da rein und sagen, wir holen uns alle Komponenten. Und die kriegen wir hier nicht. Wir produzieren es uns ein letztes Mal hier in unserem kleinen Pott. Eine Komponente konnte nicht in Produktion gegeben werden. Das ist wahrscheinlich, was ist das? Wir schauen mal, ob er uns die rausziehen kann. Was kann er hier? Die Panzerungen kann er. Wir ziehen uns die erstmal raus und dann schauen wir, was übrig bleibt. Also hier zieht er sich natürlich jetzt, produziert er jetzt alle möglichen Gerätschaften. Es dauert ein kleines bisschen. Und wenn wir jetzt unsere Montageanlage drüben, wir hätten es schon in der anderen Montageanlage machen können. Ja, das war jetzt mein Fehler. Die ist ja schon angeschlossen. Das heißt, wir hätten uns das schon da drüben rausziehen können. So, aber jetzt haben wir es hier schon in Auftrag gegeben, dann warten wir hier auch noch ganz kurz ab. Wir ziehen uns schon mal das, was er hat, raus. Entnahmen von 4 Metallgittern. Ja, die Metallgitter kriegen wir nicht. Metallgitter kann der Pott nicht herstellen. Die machen wir uns also hier. Und ich glaube, die haben wir uns eh schon hier produziert. Kann das sein? Ne, die haben wir hier noch nicht. Dann machen wir uns hier mal 10 Metallgitter. Und hier sehen wir, hier geht's. Er zieht sich das Material und dann fertigt er. Und jetzt gehe ich ins Inventar und hole mir die 10 Metallgitter hier rüber. So, also wir bauen uns als erstes den kleinen Frachtcontainer hier hin. Den stellen wir an die Ecke und wir schweißen den auch gleich. Dann sehen wir, ob wir die Komponenten alle haben. Ja, haben wir. Und jetzt bauen wir hier einen Kanal mit der 5, einen geraden Kanal. Und jetzt bauen wir mit der 9 hier den Fördergutsortierer, der ist schon in die richtige Richtung. Und dann bauen wir hier wieder mit der 5 einen Kanal. Und jetzt schauen wir mal, ob wir alle Komponenten haben. Hier reicht's. Hier reicht's auch. Und jetzt ist die Frage, ob wir den Fördergut haben, da auch alles. Gut, passt eh. So, und jetzt können wir hier einstellen, den Fördergutsortierer. Dann sagen hier wieder, wir wollen wieder Positivliste, also Whitelist, und wir wollen diesmal alle Komponenten. Alle Komponenten sind eben die Sachen, die die Montageanlage herstellt. Das sind Komponenten, also Gitter, Rohre, irgendwelche sonstigen Komponenten. Ne? Also die will ich haben und ich sage da unten hinzufügen. Und ich habe Whitelist und jetzt muss ich hier nur noch sagen, alles in leeren an. Und jetzt zieht der Sortierer das hier rüber und ich sehe, hier tauchen die Sachen auf. Und die Montageanlage sollte jetzt leer werden. Wenn ich da jetzt ins Inventar der Montageanlage schaue, dann ist das Rohr jetzt auch weg. Ne? Und wenn ich hier Sachen in Auftrag gebe, und ich mache mal einfach spaßeshalber ein paar, damit wir das noch ein bisschen sehen hier, was hier alles möglich ist. Dann sieht er produziert es jetzt. Es wie bei der Raffinerie. Er legt es erstmal hier im internen Speicher ab und dann wird es vom Sortierer weggezogen und landet hier. Na, also hier kommt es jetzt dazu. Ich weiß nicht, wo er es gerade zählt, hier die Anzeigen. Weil da hat man schon ein paar Sachen. Also das landet alles hier. Und wenn ich jetzt 5 Montageanlagen hier hätte an der Stelle, dann würde er den Speicher dieser 5 Montageanlagen leer machen und alles hier in diesen Container schieben. Jetzt schauen wir aber mal hier ans Ende in diesen Container rein. Und da sehen wir, da liegen auch Komponenten drinnen, aber die bleiben da. Die zieht er nicht rüber. Warum zieht er die nicht? Das ist doch auch links davon. Das ist jetzt die Frage. Also wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen aus Entfernung anschauen, damit wir ein bisschen einen Überblick kriegen. Wir haben 2 Sortierer hier. Der hier zieht Komponenten und der hier zieht Erze. Barren. Und hier drüben habe ich meine Komponenten. Also eigentlich könnte man jetzt sagen, wenn der hier Komponenten zieht, und zwar alles, was links von ihm ist,
dann müsste er doch eigentlich auch diese Komponenten ziehen, die auch links von ihm liegen. Ja, über die Leitungen, er hat eine Verbindung über die Leitung, es liegt links von ihm. Warum zieht er die nicht? Ganz einfach, weil die Grenze, wie weit er sozusagen ziehen kann, ist ein weiterer Fördergutsortierer. Das heißt, wir müssten hier, wenn wir auch wollen, dass hier die Komponenten rüberwandern, dann müssten wir hier in dem Fördergutsortierer die Komponenten noch mit dazu nehmen. Wir müssten also hier sagen, nimm auch noch die Komponenten dazu. Ja, ich sage hier hinzufügen. Und jetzt zieht der Fördergutsortierer die Komponenten hier hin, in den Speicher. Und jetzt zieht der andere Fördergutsortierer diese Komponenten, weil die jetzt rechts vom Sortierer liegen, ne? Also rechts von der Grenze, und zieht die auch weg. Und wenn ich jetzt hier reinschaue in den Speicher, dann ist der leer bis auf diesen Space Credit. Das ist weder eine Komponente noch ein Barren noch ein Erz. Das heißt, er zieht, das bleibt einfach liegen, weil weder die Raffinerie das zieht, noch einer der Fördergutsortierer. Also da sieht man so ein bisschen, wie diese Fördergutsortierer funktionieren und arbeiten. Und das ist eine sehr effiziente Art, Materialströme zu organisieren und zu automatisieren. Und das Einzige, was ich hier tun muss am Ende, ist, ich muss mit meinem Miner losziehen, irgendwo Erz fördern oder Gestein oder was auch immer und alles im Prinzip hier in diesen ersten Speicher reinschütten. Das kann auch ein großer sein. Ne? Das muss nicht dieser kleine sein, das kann auch der große sein. Wichtig ist nur, dass der eine Leitungsverbindung zur Raffinerie hat. Die Raffinerie zieht sich das komplette Erz und dann habe ich den ersten Sortierer, der Komponenten, wenn ich das will, oder auch die Barren zieht in den zweiten Speicher. Hier bleiben dann die Barren liegen und die Komponenten werden von diesem Sortierer gezogen und hier. Das heißt, am Ende landen hier alle Komponenten hier drinnen und ich habe auch wieder eine zentrale Stelle, wo ich alle meine Komponenten verwalten kann. Also wenn ich wissen will, wie viele kleine Rohre habe ich noch, dann schaue ich hier rein und sehe 666. Oder wie viele Computer 266. Ne? Also das ist eine ganz simple Art und egal wie viele Maschinen ich da habe, ich kann jetzt eine Raffinerie haben oder eine Montageanlage. Oder ich kann 5 Raffinerien oder 5 Montageanlagen haben. Das Spiel ist immer dasselbe. Am Ende landen die Komponenten hier und die Barren landen da. Und ich muss nur dann in den Montageanlagen beauftragen und muss sagen, was soll gebaut werden. Ja, ich muss also dann nur noch dort sagen, ich möchte 1000 Stück von dem, 5000 Stück von dem, 10.000 Stück von dem und so weiter. Und dann nudelt die Montageanlage oder die Montagenanlagen, wenn es mehrere sind, nudeln diese Aufträge ab, produzieren die Komponenten und am Ende landet alles hier in diesem externen Komponentenspeicher. Und dort nehme ich es raus, um was zu bauen oder zu verkaufen oder was auch immer. Das heißt also, hier habe ich im Prinzip einen automatisierten Workflow aufgebaut von links nach rechts, vom Rohmaterial zur fertigen Komponente. Und das Einzige, was ich tun muss, ich muss hier die Erze reinkippen und in der Montageanlage beauftragen, was ich haben möchte. Fertig. Und der Rest geht vollautomatisch. So, das war also so ein bisschen eine Einführung in Warenströme, wie kann man also das automatisieren, ohne das immer manuell hin und her schieben zu müssen. Und wir werden uns auch noch damit beschäftigen, wenn man mehrere Montageanlagen hat, dann müsste man in jeder Montageanlage Aufträge hinterlegen. Das heißt, ich müsste sagen, Montageanlage 1, bau bitte 10.000 Stück von der Komponente, 5.000 Stück von der Komponente. Und in der Montageanlage 2 sage ich dann, bau bitte 1000 Stück von dem, 2000 von dem und so weiter. Also ich muss praktisch dann wieder durch die einzelnen Montagenanlagen durchklicken und jeder Montageanlage sagen, was soll sie bauen. Und da gibt es einen sogenannten Koop-Modus, den kann man also auch aktivieren. Man kann also eine Montageanlage als führende Anlage deklarieren, die erste Anlage.
und alle anderen Anlagen dann als Koop-Anlagen. Das heißt, die arbeiten der ersten zu. Und es hat den Vorteil, ich muss nur noch in der ersten Anlage meinen kompletten Auftrag droppen, muss also dort sagen, produziere das. Und diese Anlage, diese führende Anlage, die sorgt dann dafür, dass diese Aufträge auf alle Montagenanlagen gleichmäßig verteilt werden. Das heißt, die schiebt dann die entsprechenden Produktionssachen an die anderen 4 oder 5 oder 10 Montageanlagen, sodass die dann parallel immer arbeiten und ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass ich die alle irgendwie beschicke und beauftrage, sondern ich muss nur noch die eine beauftragen und die verteilen das dann unter sich automatisiert. Das schauen wir uns dann mal in einer getrennten Folge an, wie sowas funktioniert. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich kann noch Zusatzmodule sowohl an die Montageanlage als auch an die Raffinerie anbauen, damit die Kapazität erhöht wird, also die Effizienz, wie schnell die Sachen verarbeitet werden, also wie schnell wird Erz verarbeitet und wie schnell werden hier die Komponenten gefertigt. Und das ist, ich habe es gerade erwähnt, wenn man also in Größenordnungen von ein paar Tausend, 10.000, 20.000 Stück produziert von etwas, dann kann das schon sehr, sehr lange dauern. Also was heißt sehr lange, also es kann eine halbe Stunde oder Stunde dauern, bis dann so ein Großauftrag abgearbeitet ist, auch wenn ich 5 oder 10 Anlagen hier betreibe. Und wenn ich die Materialien dringend brauche, weil ich was Größeres baue und nichts mehr habe auf Vorrat, auf Speicher, dann ist es natürlich blöd, wenn ich jetzt eine Viertelstunde warten muss, bis die Komponenten produziert sind. Ne? Das heißt, dann macht es Sinn, das Ganze zu beschleunigen und das kann ich über sogenannte Zusatzmodule machen. Und das werden wir uns dann nochmal in einer getrennten Folge anschauen. Und auch in der Raffinerie gibt es das, dass die eben entsprechend schneller arbeitet. Also ich sage mal um den Faktor 5 schneller maximal. Ne? Also wenn ich sage, die Raffinerie arbeitet mit 100% und ich habe sie im Vollausbau, dann ist sie 5-mal schneller als eine Standard-Einfache. Und dasselbe hier mit der Montageanlage, da kann ich das verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen, vervierfachen glaube ich noch. Und das macht schon einen deutlichen Unterschied. Das werden wir uns dann also nochmal anschauen, welche Module brauche ich dann, wie werden die angebaut, wie funktioniert das und wie funktioniert der Koop-Modus bei den Montageanlagen. Und dann haben wir eigentlich das wichtigste Handwerkszeug, um so richtig durchzustarten im Spiel, weil am Ende geht es ja darum, dass wir irgendwas bauen oder dass wir handeln. Und wenn wir zum Beispiel große Schiffe bauen, später dann vielleicht im Asteroidengürtel draußen eine Base haben, wo ich große Schiffe bauen will, wirklich große mit zigtausenden von Blöcken, dann habe ich einen entsprechend großen Materialbedarf. Da reden wir also schnell mal von ein paar tausend Stück von irgendwelchen Komponenten. Und dann brauche ich so eine effiziente Produktionsanlage, weil wenn ich dann noch per Hand irgendwas triggern muss oder wenn das sehr lange dauert, dann werde ich alt, weil ich da eben nur am Warten bin, bis irgendwelche Sachen fertig sind. Und das Letzte ist natürlich auch vielleicht nochmal, dass wir uns die Solarzellen anschauen für die Energiegewinnung, weil hier auf dem Planeten nicht ganz so wichtig, aber im All sind Solarzellen erstmal die einzige Möglichkeit, die ich im Early Game habe, um Energie zu gewinnen. Das heißt also, Solarzellen sind auch eine wichtige Komponente, die wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Und wir checken mal hier kurz die Batterie und da sehen wir schon, die ist voll. Ja, also die Batterie ist jetzt voll geladen, die hat 3 Megawattstunden. Und wir packen mal uns spaßeshalber noch eine Batterie dazu. Ich packe mir das mal, nehme die hier raus, packe mir mal eine Batterie hier in den Konstruktionsplaner und nochmal hier unten in den Ding und sage, der Montageanlage, bitte bau alles, was ich brauche für die Batterie. Und dann sehen wir schon hier, zieht er sich alles und baut es. Und da sehen wir auch, die Montageanlage hier, die normale, ist deutlich, deutlich schneller als die Montageanlage im Survival Pod, also das Survival Kit. Das ist relativ langsam.
Also es macht durchaus, und auch die einfache Montageanlage, die wir ganz am Anfang einmal bauen müssen, ist nicht wirklich so schnell. Also wenn man die Komponenten hat, dann sollte man so schnell als möglich eine normale Montageanlage bauen, also eine Standardmontageanlage, und die tatsächlich verwenden, weil das deutlich Zeit spart. Und jetzt ziehe ich mir mal die Sachen hier rein und dann sehen wir schon, er kann nicht alles ziehen. Wenn diese Meldung kommt, konnte nicht entnehmen, kann zwei Ursachen haben. Zum einen, die Komponenten sind im Speicher tatsächlich nicht vorhanden, dann muss ich sie fertigen. Oder wie in dem Fall jetzt, mein Inventar unten ist voll, das sehe ich, der Strich ist rot, das heißt, mein Inventar ist voll. Und ich gehe jetzt hier mal hin und sage mit der 8 die Batterie und platziere hier einfach mal daneben noch eine Batterie und verschweiße die. Da haben wir also eine zweite Batterie. Energy low. Und ja, ich muss mir hier mal kurz die... Ja, vielleicht, das wäre auch noch eine Sache, dass wir uns eine Krankenstation bauen. Das ist auch noch eine Sache für eine Folge. Also wir haben schon locker wieder Pläne für 2, 3 zusätzliche Folgen. Weil das geht auch deutlich schneller, wie wir hier die Sachen, wie wir uns hier mit Energie versorgen. Und jetzt muss ich nochmal, das ist jetzt hier ein bisschen ungünstig, weil ich hier bis ans Ende laufen muss, um mir die Komponenten. Aber jetzt habe ich alles für die Batterie. Und jetzt gehen wir nochmal zurück und bauen die zweite Batterie. Weil jetzt ist es natürlich so, wenn diese Batterie hier voll ist, die erste, und die ist voll mit 3 Megawattstunden, dann geht alles, was jetzt da oben produziert wird, verloren. Und ich bin da eher ein bisschen konservativ und sage, ja, also wenn ich da schon Energie produziere, dann hätte ich die ganz gerne am Ende auch irgendwie zur Verfügung. Das heißt, also ich habe dann eher mir hier mein Battery Pack in der Base ausgebaut mit 4, 8, 10 Batterien, die dann entsprechend eben geladen werden über die Windturbine, um eben genügend Energievorrat zu haben. Und da muss man sich das so vorstellen, wenn ich später mal mit einem Miner zum Beispiel unterwegs bin, der elektrisch betrieben wird, also der Atmosphärentriebwerke hat, dann hat der auch 2, 3 Batterien drin. Zwar nicht so große wie hier, sondern die kleineren mit 1 Megawattstunde. Aber wenn ich mit dem unterwegs bin, nehmen wir mal an, ich habe 3 Batterien drinnen, dann sind es 3 Megawattstunden, die ich da an Energiekapazität in diesem Miner habe. Und das ist schon ganz okay, da kann ich ein Zeitl damit arbeiten. Aber wenn ich jetzt hier zurückkomme und den Miner dann am Grid anschließe, dann lädt die Batterie im Miner wieder auf, oder die 3 Batterien werden wieder aufgeladen. Wenn die fast leer sind, dann ziehen die erstmal 3 Megawattstunden weg an Energie. Und das ist eine Größenordnung, die Windturbinen erstmal nicht schaffen. Ja, also die können zwar ein bisschen laden, aber in der Zeit schaffen die das nicht. Das heißt, die Batterien, das Aufladen der Batterien im Miner, könnte mir dann meine komplette, wenn ich nur eine Batterie habe, dann zieht mir der Miner sozusagen, das Laden des Miners, die Batterien im Miner, ziehen mir meine komplette Batterie hier leer. Ja, 3 Megawattstunden, 3 kleine Batterien im Miner, gleich 3 Megawattstunden. Ich habe hier eine Batterie, vielleicht auch mit 3 Megawattstunden, die möglicherweise voll ist, aber dann macht mir der Miner im Prinzip meine Batterie hier leer. Das heißt, wenn ich dann gleichzeitig hier von meiner Mining-Tour zurückkomme und hier Erze reinschmeiße, ein paar tausend Tonnen, dann laufen hier 3, 4, 5 Raffinerien an. Vielleicht habe ich hier hinten 4, 5 Montageanlagen, die auch Aufträge abarbeiten. Das heißt, ich habe einen enormen Energiebedarf. Der Miner zieht Energie weg für seine Batterien, um die zu laden. Und das ist auch vielleicht eine Sache, die ich schnell erledigt haben möchte, weil ich möchte vielleicht gleich wieder losfliegen. Also das Aufladen der Batterien im Miner sollte möglichst schnell passieren, damit ich nicht ewig warten muss, bis ich wieder losfliegen kann. Und dann sind natürlich hier die Windturbinen hoffnungslos überfordert. Und eine Batterie sicher auch, ja, weil die wird dann die wird leer gesaugt vom Miner, und dann steht der Rest hier. Und wenn die hier alle arbeiten, dann ziehen die mir den ganzen Strom von den Windturbinen weg, und die Batterie wird nicht mehr geladen, weil es nicht ausreicht.
Und wenn ich das nächste Mal zurückkomme und laden, den Miner laden will, dann ist meine Batterie leer und dann war es das. Dann kann ich also meine Miner erstmal gar nicht mehr laden und muss warten, bis dann hier die Windturbinen peu à peu, à peu, à peu mir praktisch das alles wieder abarbeiten. Also bis alles hier abgearbeitet ist, plus mein Miner wieder geladen ist. Also man sieht schon, man läuft da sehr schnell in so einen Engpass rein. Und dem kann man nur entgehen, indem man eben hier entsprechende Batteriekapazitäten aufbaut. Wenn ich hier 10 Batterien habe, dann kann ich meine Miner locker mit einer Batterie laden. Das juckt hier die 10 Batterien, wenn die irgendwann voll geladen sind. Das juckt die nicht wirklich. Die schieben mir den Miner wieder mit Energie voll. Und der ganze Rest hier kann parallel auch arbeiten, weil die restlichen 9 oder 10 Batterien die Energie locker zur Verfügung stellen. Und wenn das alles abgearbeitet wird, dann werden diese Batterien wieder über den Windturm geladen. Und wenn ich merke, dass mein Energieverbrauch einfach über dem liegt, was ich letztendlich produziere, na gut, dann muss ich halt irgendwo in 9 Block oder 10 Blöcken Entfernung mir einen zweiten Windturm bauen, wieder mit 5 Turbinen. Ist ja keine große Sache. Und dann kann ich mein Battery Pack hier entsprechend laden. Also das war meine Erfahrung auch so ein bisschen, dass das eine effiziente Sache ist, dass man also das dann wirklich darauf achten sollte, genügend Energie auch zur Verfügung zu haben. Und dann nicht warten zu müssen, bis irgendwie die Windturbinen das langsam irgendwie abarbeiten. Okay, gut, also das soweit als Ausblick. Hier die Produktion und wir schauen uns dann in einer der nächsten Folgen an, wie können wir die Raffinerien und die Montageanlagen verbessern und welche Möglichkeiten und die Solarzellen und die Krankenstation. Diese drei Themen, die hätte ich schon und ich denke, die werde ich in einer der nächsten Folgen dann jeweils abarbeiten. Jo, ich hoffe, ihr habt es interessant gefunden. Wenn es Anmerkungen gibt, wenn ich was übersehen habe, wenn ich irgendwann Quatsch erzählt habe, dann gerne in den Kommentaren irgendwas droppen. Ich lerne gerne dazu und es ist für alle anderen, die es vielleicht anschauen, auch interessant. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, wenn ihr neu seid und keine Folge verpassen wollt, dann gerne auch ein Abo. Hilft dem Kanal und freut mich natürlich. Und besonders freue ich mich natürlich, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiedersehen. Bis dann.